Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir waren ja dabei, zu den Pyramiden zu gehen. Jetzt ist irgendwas passiert. Ich liebe es ja. Alter, haben die jetzt echt Kreise gezogen, die Krähen um mich? Lol. Ernsthaft, wenn man länger in der Wüste. Ich habe ja vorhin mal eine Pause gedrückt und. Obwohl nicht Pause gedrückt, sondern ich habe es einfach das Spiel laufen lassen, ein bisschen Destiny gezockt und scheinbar sind die Krähen um mich gerettet. Ich wüsste nur zu. Das wäre natürlich geil, wenn man zu lange in der Wüste stehen bleibt oder so, dass man halt auch. Ja, verdurstet. Das hätten sie auch noch machen müssen, dass man ab und zu. Zumindest. Bei sowas. Macht der schon wieder? Wenn man bei sowas hätte reinmachen können, ja, dass man was trinken, also so ein Trinkfläschchen mitnehmen muss. Und dann ab und zu mal was trinken. Halt ein bisschen realistisch gestalten, weil ich glaube nicht, dass jemand in der Wüste, der nichts trinkt, ich glaube, der übersteht das nicht so, Leute. Was ist das denn? Das ist ja geil! Hien. Khalizet muss da drin Aber sein. ich gehe auf die Pyramide. Das ist mir viel geiler. LOL, was ist das für eine Kletterpartie? Okay, jetzt ist es ziemlich steil geworden. Das ist ja der Horror zu klettern. Sorry, aber ist so, Alter. Wer hat das gebaut? Ich hätte das vorher machen sollen, bin ich ganz ehrlich, sorry Leute. Aber ja, können wir über was reden? Über was könnten wir reden? Ich habe keinen Plan. Ah, wenn ich X drücke, dann läuft er so Kanten. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Ich darf kein X drücken, dann klappt das mit dem Klettern besser. X nur drücken, wenn er da nicht hinkommt. Okay. Ich habe schon die Route gefunden, wie ich laufen muss. Und ich glaube nicht, dass die Pyramide so zerstört ist. Obwohl, es ist ja nicht viel vor Christus. Wenn ich das genau mitbekommen habe, oder? 49 vor Christus? War nicht sowas? Oh, und die Spitze ist vergoldet? Ist das echt so? Das ist ja mal geil. Wow. Ich kann es nicht. Welcher Narr schlägt hier sein Lager auf? Das ist doch mal geil, oder?
Für die Community. Hier mal ein schönes Foto. Das sehe ich mir an. Da ist ein goldenes? Nee, so ein goldenes Fragezeichen. Das da. Das Fragezeichen sieht so komisch aus. Ach, und das Lager meint der. Was dein, das ist mein? Oh, ja, interessant. Hier ist auch noch ein goldenes. Was sind goldene Fragezeichen? Die schauen wir uns nachher an, aber erstmal rutschen wir hier runter. Yay. Kann man auch auf ein Schild rutschen? Das wär's! Ich will weiter rutschen! Yay! Woohoo! Everybody was Kung Fu Surfing. Oh, 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 oh. Und Hyänen, die sind hier. Hier darf ich ruhig schnitzeln. Weil ich heile mich ja für jeden Toten und die sind nicht gerade stark. Bei Soldaten gebe ich mir manchmal mehr Mühe, aber nur manchmal. So, und da können wir rein. Grabmal von Cheops. Du! Wer wagt es zu stören, wo die Stille sie ereilt hat? Ein Magi, der über viele Dünen lief, um dich zu finden. Versteck dich nur, Hyäne. Doch dieses Grab wird dich nicht schützen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeih ich dir die Störung meines Friedens. Sie war aber eine Störung des Friedens. Das ist hier eine Erinnerung. Also es gibt auch unbekannte Höhlen und Grabmäler oder so. Was ist das? Da steht doch was. Grabmal, finde die antike Tafel. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Was für ein Spiel spielt sie hier? Quest. Prüfung des Anubis, da haben wir nur noch weniger Tage Zeit. Runter da. Hinfort! Osiris darf nicht gestört werden! Die Stimme hört sich an wie die von Kleopatra aus Asterix und Obelix. Soll sie schützen. Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockene. Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Versteckst du dich hier, Hyäne? Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Seit der großen Katastrophe sind 95 Tage vergangen. Der Bote spricht. Oh. Du fragst dich sicher, warum ich dich kontaktiere. Es steht geschrieben, weißt du, dass du kommst. In genau diese Kammer. Zu genau diesem Zeitpunkt. Die Wände erzählten deine Ankunft. Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Jetzt kommt's, dass auch in Ägypten die Götter oder so die das erste Volk sind.
Diese Wände erzählen. Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Noch warm. Und dieses rituelle Messer, das war eine Opfergabe. Hier sollte jemand... Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole... Hier sollte jemand, Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Sollte jemand, glaube, in Sarkophag rein... Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangenen mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Geht das? Einen Toten wieder erwecken? Ich bin übrigens gleich wieder da. Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Khaliset! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hier! Sohn! Sie ist aus dem Grab geflohen. Die vor dir kamen. Das brennt. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Ich begrabe dich im salzigen Nagel. Ich krieg dich. Ah, das ist eine Bogenschütze. Da muss ich vorsichtig sein. Aber ist wenigstens mal interessanter. Da kommt ein Sandsturm. Dann hol ich mir mal einen Pfeil wieder. Den ich gegen die Hyäne verschossen habe. Also gegen eine richtige Hyäne. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Ach, verdammt, ich muss nie heran.
Alter, Bossfight, aber so richtig geiler. Wo ist sie? Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter selbst hineingezogen. Und nun teilst du das Schicksal aller anderen Eindringlinge. Die ist ja verdammt einfach. Wo ist sie? Aber ich finde das cool, dass es auch einen Bossfight gibt. Sollte auch mal... Oh, tut mir leid. Geh aus, verdammt! Sie brennt noch. Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Damit ist die Mögest Hyäne. Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Harlyset. Tot. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Aber ich fand den Kampf jetzt geil. Also sowas könnten die öfter machen. Ja. Würde ich mal sagen, auf geht's, Krokodil. Ah. Destiny Fail. Wo müssen wir denn da hin? Ah. Sind wir ja schon mal hingereist. Ich wäre dafür, wir sammeln jetzt alle kleinen Nebenmissionen ein. Hier war doch auch eine in der Nähe, wo wir sind. Warte, wo sind wir? In Giza sind wir. Thank you.
wir holen uns jetzt nur noch die Missionen ab. Die machen wir aber erst wirklich, nachdem das Krokodil tot ist. Nebenmissionen sind sogar hier interessanter mittlerweile. So ein gibt es mehr davon als jetzt. Wollen wir auch die Karte noch ein bisschen aufdecken? Weil ich finde es halt ein bisschen interessanter, wenn die Karte jetzt auch noch ein bisschen offener ist. Ich hoffe, dass das eine kleine Mission ist, also so eine Einleitung, die man dann machen kann, wann man will. Eigentlich kann man jede Mission machen, wann man will, wenn man sie einmal angenommen hat. Griechisch. Okay. Wach auf! Wach auf! Oh, welch Glück! Dir geht's gut! Hier, steh auf! Ich habe bis jetzt aber noch keine Röhre mehr gesehen. Verdammt, ich dachte, du liegst darauf. Liegen? Worauf? Was ist passiert? Meine Notizen. Ich bin Geograf. Cortesius, habe die Ehre. Ich glaube, wir wurden beraubt. Meine Taschen sind leer. Meine Notizen weg. Sieh mal nach deinem Geldbeutel. Du auch. Ich hätte es besser wissen müssen, als allein in die Wüste zu reisen. Aber ich finde diese Diebe. Und sie sollten zu den Göttern beten, dass meine Notizen unbeschädigt sind. Wir haben Glück, dass wir noch leben. An was erinnerst du dich? Erinnern? Mir wurde auf den Kopf geschlagen. Ich habe nur ein Pferd gehört, das weggaloppiert ist. Dann gibt es eine Fährte. Bleib hier. Fährten? Das kann nicht dein Ernst sein. Also ich bin dafür, dass wir jetzt diese Fragezeichen noch schnell öffnen. Und dann reiten wir einfach dahin. Wir teleportieren nicht. Wir reiten jetzt dahin. Das könnte jetzt ein Part gehen, aber ich finde das halt sehr interessant auch zu erkunden und ich will einfach, dass ihr dabei seid, mit zu erkunden. Die Spuren sind frisch und führen nach Süden. Wenn ich Glück habe, dann sind sie noch nicht vom Wind verweht. Und die ganzen, ich denke mal, das mache ich jetzt systematisch. Obwohl, wenn ich das systematisch mache, so, oh, wir machen jetzt nur das und wir machen das, wäre ja langweilig. Vielleicht machen wir mal eine Mission, dann machen wir so ein Lager ausplündern. Oder wir machen, während wir diese Erkundung machen, zerstören wir die Lager auch so. Was ist das? Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. Die Sphinx. Das Fragezeichen wird einfach nicht aufgedeckt. Ich will, dass das Fragezeichen hier aufgedeckt wird. Damit ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Gibt's hier einen Eingang? Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Hä? Da unten? Nein, ja, da. Oh. Sorry, ich bin jetzt neugierig. Jetzt gehen wir hier rein. Sphinx. Was? Okay, das ist nur ein Schatzort. Gehen wir wieder. Diese Sphinx finden wir leider nicht der Kunde. Wo ist der Ausgang? Oder wollt ihr das, Alter? Ja. Na gut, jetzt sind wir hier drin jetzt.
eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Scheiße. Na, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Weil die Fackel ergibt jetzt wirklich richtig Sinn. Ohne Fackel sehen wir nichts. Wirklich gar nichts. Hätte nicht gedacht, dass die Fackel wirklich so sinnvoll ist. Bei Amun. Was ist das? Das ist eine kleine Karte. Ich muss den Part mal kurz beenden und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.